Crime Shop. Die beste Entscheidung meines Lebens. Hallo, liebe Freunde, willkommen auf Weltprobieren, immer noch besten Kanal auf YouTube. Heute ist es mal wieder soweit, die Zeit der Selbstexperimente, Freunde. Heute habe ich was vor, ich weiß nicht genau, wie sich das auf meinen Körper auswirken wird oder ob das eine gute Idee ist, ob ich es schaffen werde oder nicht, Freunde. Denn ich werde versuchen, an einem Tag 7500 Kalorien zu essen. Der ungefähre Durchschnitt am Tagesbedarf liegt so bei 2.000 bis 2.500 Kalorien, das heißt, ich werde versuchen, das Dreifache zu essen, Freunde. Ich weiß nicht genau, wie es mir gehen wird. Was wird passieren? Wir wissen es nicht. Wir werden es erfahren, genau jetzt, denn wir starten morgen das Experiment, Freunde, mit einem deftigen Frühstück. Ich kann mich jetzt natürlich nicht sonderlich gesund ernähren, wenn ich diese Kalorienzahl erreichen möchte. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht mit Gurken, Tomaten und Salat zustopfen. Wir schauen einfach nach, was passiert, Freunde. Werde ich danach 10 Kilo mehr wiegen? Werde ich kotzen? Werde ich irgendwelche anderen Ausscheidungen aus meinem Körper zu viel haben? Wir sehen uns morgen früh wieder. Pla, pla, pla. So, liebe Freunde, es geht los. Frühstück. Heute haben wir auf dem Speiseplan McDonalds-Frühstück. McDonalds-Frühstück, saugeil. Ich weiß nicht warum. Sau viel sagen, dieses McDonalds-Frühstück ist eklig. Sagen so, wie kann man das essen? Ich finde das mega geil. Ich habe nicht wirklich Hunger, deswegen werde ich versuchen, ganz schnell ganz viel zu essen, bevor das Sättigungsgefühl eintritt. Und dann zählen wir mal die Kalorien, was ich so schaffe hier, ne? So, wir starten mit einem, das ich hier zählen kann. Was ist das? Ein Chicken and Egg. Ich habe hier auch diese Tabelle mir mitgenommen. Mit 381 Kalorien in Zeitraffer. Es geht weiter mit 337 Kalorien. Gut, nochmal 493 rein. Ich bin gut dabei gerade. So, ich halte hier 252 Kalorien in meiner Hand. Ich will mich noch gleich bewegen können, das stößt. Deswegen stopfe ich mich nicht to the limit zu. Wir checken mal, wie viel Kalorien das jetzt waren, Freunde. Wow. Wir sind unterwegs und hier wird sich ein Red Bull gegönnt. Ich muss natürlich jede Kalorie mitzählen, auch von Getränken. Hier haben wir 194, geht eigentlich. Ich dachte, dass Red Bull mehr hat, weil das ja schon, wie viel Zucker hat das eigentlich? 11, okay, schon viel. Freunde, 194 kommt hier auf den Counter. Wir sehen uns. Okay, kleiner Zwischenbericht. Ich habe mich verrechnet, weil ich dumm bin. Hier steht, pro 100 Milliliter hat das 194. Und wir trinken jetzt 250. Ich bin gerade zu dumm zum Rechnen. Aber ihr seht hier den Counter. Dann hat das ja doch ganz schön viel. Wie viel hatten das dann? 2, 4, 5. Ach so, bin ich dumm. Oh Mann, zu früh für mich, Freunde. Ich stehe erst immer um 12 auf eigentlich. Dann hat, ihr seht es hier, nochmal eine Korrektur. Jetzt haben wir es richtig. So, bis gleich. Hier wird genickt, Freunde. Es geht weiter. Ich muss mal wieder Energy trinken. Irgendwie, ich hänge voll durch heute. Und ich habe hier so etwas bekommen von einer wunderschönen Person. Cliff Bar kenne ich so auch noch nicht. Ich bin gespannt, was das ist. Aber es hat stolze. Ach, das habe ich mir neulich gekauft. Das hier? Welche Geschmacksrichtung ist das? Peanut Butter. Ah, okay. Ich hatte Macadamia-Nuss. Okay, das hier hat 274 Kalorien, Freunde. Hier taucht wieder der Counter auf. Ich glaube, wir sind gerade mal bei 1600 oder so. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ja, ist aber geil, ja. Tschüss. Es geht weiter, Freunde. Dexter, ich brauche hier den Platz oder du kannst mir gerne helfen. Es ist 17.10 Uhr, das heißt, der Tag ist schon relativ weit vorangeschritten und ich habe gerade mal Viertel, Fünftel, keine Ahnung. Was machen wir, Dexter? So, wir waren bei Dunkin' Donuts und haben uns hier die Fettzuckerbomben geholt, die es überhaupt gab. Diese ganze Box, 4000 Kalorien. So, ich kann jetzt natürlich jetzt nicht alle am Stück essen, das ist ja Wahnsinn. Aber das ist schon sehr viel, Freunde. Ich habe mir noch mehr von diesen Peanut Butter Dingern geholt, weil die auch gute Bomben sind und die stopfen mich, Freunde. Und ich würde sagen, es geht weiter, die Tortur. Denn ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Der Counter geht nach oben, Freunde. Aber
Aber ich habe jetzt ja schon mehr als einen Tag auf jeden Fall. Ne? Also ich bin jetzt gerade über, ja doch, jetzt bin ich gerade bei einem Tag. Es ist 17 Uhr, ich kann das nicht schaffen. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Uah. In dem nächsten Video erfahrt ihr, wie oft ich scheißen war den Tag da drauf. Und ich werde detailliert berichten, wie das aussah, mit Fotobeweisen natürlich. Kotzen, Alter. Bin auch überhaupt nicht der Typ, der so viel Süßkram isst. Den mache ich gar nicht. Und jetzt, boah. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht runterschlucken. Der Counter geht wieder nach oben, Freunde. Wir machen weiter mit dem Smiley-Freund. Was erwartet uns im Inneren? Eine Marmelade, oder? Ja. Boah, kann das nicht schaffen, scheiße. Was soll ich denn essen alles, ey? Kotzen und weiter essen? Zählt das? Diese ranzigen Sandwiches von der Tankstelle. Back home tomorrow, liebe Freunde, es ist 20.12 Uhr, ich muss weiter essen und weil ich sehr doll nachhinke, ihr wisst es, ist mal wieder McDonald's-Zeit angekommen. Heute 6er Chicken McNuggets und 2 McChicken Classic, Freunde. So, ich esse mal in Ruhe, wenn ich das geschafft habe, melde ich mich wieder, Freunde. So, das ist mein 2. McChicken Classic und die 6er McNuggets habe ich auch leer, Freunde, und damit sind wir bei. Hä? Ich habe sehr Blähungen, ist mir gerade aufgefallen. Ich bin richtig am Ende, ey. Weiter geht's. Warte, ich muss kurz furzen, das schneide ich aber raus. Oh, ich schwöre, mein Körper geht's gar nicht gut, aber wenn man kein Trash isst, kann man diese Kalorienanzahl gar nicht schaffen. Puh, was war das gerade? So, es geht weiter mit 2 Big Tasty Bacon. Ich glaube, ich schaffe aber nur einen. Ey, nach dem Tag, meine Ernährung wird wieder so gesund werden. Und eine Cola auch am Start, Freunde. Aber wenn ich... Oh Gott, mein Arsch. Oje, 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 okay, das Frühstück meldet sich langsam, Freunde. Film doch ein bisschen, sonst behaupten wieder welche, dass hier betrogen wird. Ihr Internetdetektive da draußen, ne? Internetpolizei kommt wieder. Ich kann nicht mehr. Freunde, das war, ihr seht noch die Überreste. Ein Viertel Big Tasty Bacon sind, wie viel Kalorien hat der? Ich habe ein Dreiviertel Big Tasty Bacon gegessen, was 653 Kalorien sind. Mir ist kotzübel, mir ist richtig schlecht, mir geht's gar nicht gut. Ich werde es nicht aufessen, auf gar keinen Fall. Ich habe noch eine Cola getrunken, 0,5, wie viel ist das? An dieser Stelle, ich lege mich jetzt erstmal hin, weil mir ist echt schlecht, okay? Bye bye. Ich bin gerade am Schneiden und ja, es ist der nächste Tag, denn wie man hier am letzten Take sehen kann, mir ist kotzübel, mir ist... Das war nicht nur gesagt, mir war wirklich sau schlecht. Da war schon 8, 9 Uhr. Ich bin dann nach Hause gegangen, hab mich hingelegt und an der Stelle dann auch nicht mehr gefilmt oder sonst was, weil es mir echt scheiße ging. Ich hatte echt viel Scheiße gegessen den ganzen Tag. Was soll ich sagen? Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir 7500 vorgenommen. Bin bei 5422 gelandet, was über das Doppelte vom Tagesbedarf ist, was ich denke ich hoffentlich sehen lassen kann. Ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, aber als man dann gegessen hat und gegessen und gegessen und gegessen und dann diese Kalorien sich so langsam gehapert haben, dachte ich so, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Das Essen stand mir hier wirklich. Und obwohl ich so viel gegessen habe, hatte ich gar keine Energie. Mir ging es richtig schlecht. Ich war, keine Ahnung, ich habe mich so gefühlt, als ob ich so verschliert bin. So alles voller Schleim, so richtig eklig, so eine dreckige Energie hatte ich in mir getragen. Okay, bei der Ernährung kein Wunder. Ich esse sowieso nicht Süßkram. Das Einzige, was ich trinke, was Zucker hat, ist Energy. Ansonsten gar nichts. Deswegen war das voll die Tortur für mich. Guckt bitte auf eure Ernährung, denn ich habe bemerkt nach diesem Tag, es ging mir super scheiße. Und wenn ich zum Beispiel Abdel angucke, der sich nur von Döner, Cola, Pizza ernährt, frage ich mich echt, wie der das macht, wie es dem noch gut gehen kann. Irgendwann
Freunde, irgendwann kommt der Tag, da schlägt alles um, da sagt ihr dann, ja, bei mir, haha, egal, ich esse nur Scheiß, ich esse nur Trash und so. Eines Tages kommt der Tag, Freunde, da ist das nicht mehr so. Also merkt euch meine Worte, schaut lieber direkt drauf, was ihr esst. Natürlich müsst ihr euch jetzt nicht nur von Salat und Gurken und Tomaten oder so ernähren, aber auch nicht nur von Trash. Gibt's noch ein schnelles Shoutout für die Glöckner-Gang? Hashtag GG schrieb Fabian, ich blende es euch ein, Freunde, Fabian Sakowski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgeführt, so nehme ich mir immer so komische Namen. Nee, das war falsch. Saknowski heißt er. Dankeschön für den Support. Wenn ihr auch Teil der Glöckner-Gang werden wollt, hier eingeblendet, wie das Ganze geht, ganz easy. Abonniert, macht irgendwas mit diesem Video, wenn ihr Bock habt, oder lasst es halt. Ansonsten einen sehr entspannten Tag wünsche ich euch noch. Wir sehen uns morgen natürlich wieder auf dem immer noch besten Kanal auf YouTube. Ciao!